Brenner hat. Der ist bekannt, ein Gas. Die Tat, die Erwärmung der Erdatmosphäre mit all den unheilvollen Konsequenzen. Doch der Täter, er ist schwer zu fassen. Er hinterließ Spuren im ewigen Eis und der Wechsel zwischen Land und Meer, zwischen Pflanze, Tier und Mensch. Und dann scheint er wieder einfach verschwunden. Ein Gas hält die Klimaforscher in Atem, CO2, Kohlendioxid. Wir träumen uns gerne weg aus dem nassen, kühlen Mitteleuropa an warme, sonnige Strände ins Klimaparadies. Erlebnisbäder haben Hochkonjunktur. Könnte es nicht auch bei uns in Zukunft wärmer werden? Etwa so wie in Italien, Spanien oder Griechenland? Kohlendioxid, das erfrischende Prickeln im Mineralwasser, kann es uns als Treibhausgas zum Traumklima verhelfen? In der langen Erdgeschichte ist unser Globus oftmals zum Spielball des Klimas geworden. Das Programm reichte von Dürre bis zu Sintflut. Und auch heute treibt uns die Sorge vor der Klimakatastrophe um. Von Spurengasen ist die Rede. Natürlichen Gasen, die weniger als 1% unserer Atmosphäre ausmachen und die doch so ungeheuer wirkungsvoll sind. Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und Lachgas bewirken einen natürlichen Treibhauseffekt. Sie halten die von der Erde reflektierte Wärmestrahlung zurück. Ohne diesen Effekt wäre es auch im Sommer empfindlich kalt. Nichts Bedrohliches also. Doch seit einigen Jahren warnen uns die Klimaforscher vor einem menschengemachten Treibhauseffekt. Wir bringen die natürliche Zusammensetzung unserer Atmosphäre aus dem Gleichgewicht. Eines der wichtigsten Treibhausgase ist das Kohlendioxid, CO2. Es entsteht bei allen Verbrennungsprozessen. Unser Energieverbrauch erzeugt CO2. Alles, was sich bewegt, setzt CO2 frei. Pro Jahr 7,5 Milliarden Tonnen. Die Hälfte des menschengemachten Kohlendioxids bleibt in der Atmosphäre. Wenn unsere Weltwirtschaft langfristig boomt, die Erdbevölkerung so weiter wächst wie bisher, dann werden wir im Jahr 2100 jährlich 36 Milliarden Tonnen CO2 produzieren. Ist das die Klimakatastrophe? Klimaforscher sprechen vom politischen Handlungsbedarf. Die Politiker aber wollen sichere Beweise, bevor sie neue Wege einschlagen. Da bewegt sich nichts. Oder etwa doch? Die ersten, die auf die Thesen der Klimaforscher reagieren, sind Rückversicherungsgesellschaften. Wir können nicht warten, bis irgendwelche sogenannten letzten Beweise vorliegen. Wir müssen als Versicherer eigentlich immer mit dem Schlimmeren rechnen. Das heißt, wir können uns nicht auf unser Glück verlassen und glauben, dass möglicherweise die Auswirkungen harmloser sind, als es vorhergesagt wird, sondern wir müssen im Gegenteil davon ausgehen, dass die Auswirkungen unter Umständen viel dramatischer und katastrophaler sind, als man heute noch glaubt. Wir haben hier in Europa in erster Linie mit der Sturmgefahr zu leben. Das hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Zuletzt 1990, als wir diese Serie von ganz schweren Orkanen in Europa gehabt haben. Ich erinnere nur an Vivien und Wiebke, die bei uns die ganzen Wälder abrasiert haben. Und diese Stürme, die sich hier über dem Nordatlantik bilden, die werden nach neuesten
meteorologischen Beobachtungen immer häufiger und immer intensiver. Nicht genug damit, die Winter, wie wir wissen, sind bei uns in den letzten Jahren immer milder geworden. Damit liegt hier immer weniger Schnee über Mittel- und Osteuropa. Die Schneedecke führt aber dazu in einem normalen Winter, dass sich hier ein Kältehoch aufbaut, dass die Stürme, die aus dem Atlantik heranziehen, vorzeitig nach Norden und nach Süden ablenken, bevor sie Mitteleuropa erfassen. Wenn die Winter jetzt immer milder werden, die Schneedecke immer dünner wird, dann zieht sich dieses Kältehoch hier weiter nach Osten zurück. Und für die Stürme aus dem Atlantik ist praktisch Tür und Tor offen, um nach Mitteleuropa hereinzuziehen. Wie gewinnt man Einblick in das Funktionieren unseres Klimasystems? Im Eis an den Polen ist die Klimageschichte über tausende von Jahren konserviert. 3 Jahre lang hatte man im Greenland Ice Core Project, kurz GRIP genannt, den über 3 Kilometer dicken Eispanzer Grönlands durchbohrt und im Sommer 1992 den felsigen Grund erreicht. Nun lagern die Eisbohrkerne in verschiedenen europäischen Forschungslabors, wie hier am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Ein greifbares Dokument der Klimageschichte. Das Eis kann heute noch Zeugnis ablegen von der Zusammensetzung der Luft zu der Zeit, als das Eis entstand. Wann fahren Sie wieder nach Grönland, um den nächsten Bohrkern zu holen? Ja, wir fahren Ende Mai und bleiben dann Juni bis Mitte Juli in Grönland und bohren 4 150 Meter lange Eiskerne. Wie kalt wird es jetzt da drin werden? Minus 20 Grad. Minus 20 Grad, also ja. Grönland live. Grönland live, aber ohne Wind. Im Kältelabor wollen wir uns ansehen, woran man erkennt, ob das Eis aus einer Warm- oder einer Kaltzeit stammt. Also man kann dieses an der Größe der einzelnen Eiskörner sehen. Die sieht man hier aus einer Tiefe von etwa 2500 Meter und damit mit einem Alter von etwa 100.000 Jahren als einzelne deutlich abgegrenzte Bereiche. Die sind etwa 2 bis 3 Millimeter groß im Querschnitt. Und im Vergleich daneben haben wir Eis aus der letzten Warmzeit, aus dem Ehm. Hier sehen wir einzelne Eiskörner, die bis 5 cm groß im Querschnitt sind. War denn die Ehm-Warmzeit genauso stabil wie unsere Warmzeit? Nein, das war das überraschende Ergebnis aus unserer GRIP-Bohrung, dass wir Hinweise darauf haben, dass die Ehm-Warmzeit eine instabile Zeit war, ganz anders als die jetzige Warmzeit, das Holozän, wo wir eigentlich ganz gleichmäßige Temperaturverhältnisse haben über 10.000 Jahre. So hatten wir im Ehm, das im Mittel etwa 3 Grad wärmer war, immer wieder glaziale Bedingungen, sodass die Temperatur also um etwa 10 Grad niedriger war. Während der letzten 200.000 Jahre war das Klima chaotisch instabil. Kalt- und Warmzeiten wechselten sich innerhalb weniger Dekaden ab. Bisher hat man dafür keine schlüssige Erklärung. Auch nicht dafür, warum andererseits unsere jetzige Warmzeit so stabil ist. Wir sehen hier darüber hinaus so einzelne Punkte. Diese sind Lufteinschlüsse im Eis, die bei der Bildung des Eises mit dem Schnee eingeschlossen worden sind und sich eben aus der damaligen Zeit erhalten haben. Dieses gibt uns die Möglichkeit, aus der Analyse dieser Lufteinschlüsse etwas über die Zusammensetzung der Atmosphäre der Vergangenheit zu erfahren. Die elektrische Leitfähigkeit der Bohrkerne wurde bestimmt. Die Signale spiegeln die chemischen Verhältnisse im Eis und damit den Zustand der Atmosphäre wider. Vor 11.550 Jahren ist die letzte Eiszeit tatsächlich zu Ende gegangen und hier beginnt die jetzt noch andauernde Warmzeit. Im Bereich dieses Übergangs haben wir darüber hinaus ein Signal mit sehr großer Amplitude. Dieses rührt von einem Vulkanausbruch her. Auffallend ist, dass sich der Zustand der Atmosphäre aus dem eiszeitlichen Zustand zum warmzeitlichen Zustand innerhalb von nur etwa 20 bis 30 Jahren ändert. Zeigt also, wie schnell die Umstellung im Klimasystem passiert. Atmosphäre und Ozean tauschen sich aus, stehen miteinander im Gleichgewicht.
Abgestorbene Organismen sinken zu Boden und geben noch nach Jahrtausenden Auskunft über die Lebensbedingungen zu ihrer Zeit. Deshalb werden in allen Meeren Sedimente erbohrt und untersucht. So eine Bibliothek der Klimageschichte gibt es im Bremer Europahafen. Bis 1997 werden hier 50 Kilometer Bohrkerne aus dem Ocean Drilling Program, einem internationalen Tiefseebohrprojekt, eingelagert. Bei den Untersuchungen konzentriert man sich auf bestimmte Meeresbewohner, zum Beispiel die nur wenige Millimeter großen Foraminiferen. Seit mehr als 100 Millionen Jahren bevölkern sie in den unterschiedlichsten Arten die Meere. In ihre Schalen bauen sie die Elemente Kohlenstoff und Sauerstoff ein. Darin spiegeln sich die Klimaänderungen wider. Dieser Sedimentkern ist rund 250.000 Jahre alt. Seine unterschiedlichen Färbungen zeigen das Klima an. In der hellen Zone war es wärmer, da sanken mehr Kalkpartikel auf den Grund. In den kälteren Perioden wurde dagegen mehr organische Substanz abgelagert. Das sind die dunkleren Bereiche. Die eine Hälfte des Bohrkerns lagert als Klimadokument im Archiv, die andere Hälfte wird bei den Untersuchungen verbraucht. Schicht für Schicht durchsucht man sorgfältig nach Foraminiferen. Aus der Formenfülle pickt man sich bestimmte Arten heraus. Es gibt Leitarten, die kalte oder warme Temperaturen im Wasser anzeigen. Aus dem Sauerstoffgehalt der Schalen, der im Massenspektrometer bestimmt wird, lässt sich ablesen, welche Temperatur und welchen Salzgehalt das Wasser hatte, in dem die Organismen lebten. Wenn zum Beispiel diese große Foraminifere vorhanden ist, war es warm im Ozean. Wir können eine Klimageschichte ziemlich gut schreiben für die letzten paar Millionen Jahre. Wir wissen, dass die Klimaänderungen durch die Änderungen in den Erdbahnparametern gesteuert werden. Das ist Umlaufbahn der Erde um die Sonne, Änderungen in der Erdneigung. Und diese Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten sind dadurch gesteuert worden. Haben Sie da auch Erkenntnisse, wie schnell diese Wechsel gingen, von kalt auf warm und umgekehrt? Wir haben bis vor einigen Jahren angenommen, dass diese Änderungen sehr langsam ablaufen, also in Tausenden oder Zehntausenden von Jahren. Jetzt durch neue Kerne, die höhere Sedimentationsraten haben, wo wir also eine höhere zeitliche Auflösung bekommen, wissen wir, dass das in 10 Jahren oder 100 Jahren abläuft, dass also die Änderungen zeitlich sehr viel schneller ablaufen. Das Fazit aus der Sedimentkernforschung: Im Laufe der Erdgeschichte gab es immer wieder abrupte Klimawechsel. Durch die veränderten Lebensbedingungen im Ozean und damit auch auf dem Festland verschwanden plötzlich viele Lebewesen. Neue entwickelten sich. Die Eiskerne und die Sedimentkerne aus den Ozeanen belegen beide die sehr wechselvolle Klimageschichte der Erde. In den Urzeiten unserer Erde bestand die Atmosphäre vermutlich zu einem großen Teil aus Kohlendioxid. Erst mit dem Beginn des Lebens auf unserem Planeten veränderte sich die Zusammensetzung der Luft. Heute ist CO2 ein Spurengas. Es stellt nur noch 0,03% der Atmosphäre. Was nach Prozenten so wenig klingt, sind in Wirklichkeit Milliarden Tonnen, Gigatonnen. Die Atmosphäre speichert 750 Gigatonnen Kohlenstoff. Die Vegetation an Land 550 Gigatonnen. Im Boden liegen 1500 Gigatonnen Kohlenstoff fest und im gesamten Ozean sogar 40.000 Gigatonnen. Zwischen der Luft, dem Wasser, den Pflanzen und der Erde wird ständig CO2 ausgetauscht.
Ein natürlicher Kohlenstoffkreislauf, in den das Leben zu Lande und zu Wasser eingebunden ist. Mit dem Beginn der Industrialisierung greift nun der Mensch in den natürlichen Kohlenstoffkreislauf ein. Er braucht Energie und verbrennt dazu Kohle, Erdöl, Erdgas. Vor Jahrmillionen festgelegter Kohlenstoff wird nun in die Atmosphäre entlassen. Die Folge? Eine kontinuierliche Zunahme des CO2-Gehalts der Atmosphäre. Außer Kohlendioxid wirken auch Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, die FCKW, als Treibhausgase. Doch während CO2 stabil ist, sind die künstlichen FCKW hochreaktiv. Angeregt von der Sonnenstrahlung verwandeln sie unsere Atmosphäre in ein gigantisches chemisches Labor, das sich längst unseren Kontrollmöglichkeiten entzogen hat. Das CO2 und die FCKW sind nur zwei von vielen Spurengasen, die sich in der Atmosphäre tummeln. Am Fraunhofer-Institut für atmosphärische Umweltforschung in Garmisch wird die ganze Palette der Treibhausgase über das Jahr hinweg gemessen. Zum Beispiel steht auf dem Dach ein Messsystem zur kontinuierlichen Überwachung der Luftqualität. An einem Haus ein paar hundert Meter entfernt ist eine Lampe installiert. Sie sendet Licht verschiedenster Wellenlängen. Die einzelnen Schadgase in der Luft filtern bestimmte Wellenlängen heraus. Aus dem Restlicht werden die Schadgase berechnet. Im Computer lässt sich so etwa die Ozonentwicklung in der bodennahen Luft verfolgen. Auch um den Reisanbau kümmert man sich am Fuße der Zugspitze. Aus den Reisfeldern in aller Welt gasen große Methanmengen aus. Weltweit 500 Millionen Tonnen pro Jahr. Methan ist ein Treibhausgas. Es trägt ein Fünftel zum anthropogenen Treibhauseffekt bei. Hier wird untersucht, unter welchen Bedingungen Bodenmikroorganismen Methan bilden. Die Reiskultur ist, was die Klimawirkung betrifft, eine Ausnahme. Pflanzen sind nämlich die großen Gegenspieler des Treibhauseffektes. Sie verstehen es, von der Sonne zu leben und wirken über die Photosynthese als Senke für Kohlendioxid. CO2 ist ihr Grundnahrungsmittel. Mithilfe des Sonnenlichts bauen sie aus Kohlendioxid Zucker auf, den Bau- und Nährstoff der Zelle. Die Erfindung der Photosynthese hat in der Frühzeit der Erde die Atmosphäre grundlegend verändert. Sauerstoff, das Abfallprodukt der Photosynthese, reicherte sich in der Luft an. Ein Gift für viele der damaligen Organismen. Doch die Pflanzen schufen so die Grundlage für eine vielfältige Lebensentwicklung auf der Erde. Auch für die des Menschen. Man weiß, dass ein Baum täglich den Bedarf an Atemluft für eine ganze Familie liefert. Ohne Pflanzen und ohne CO2 könnten wir nicht leben. Pflanzen leben, was das Kohlendioxidangebot betrifft, an der unteren Grenze ihrer Möglichkeiten. Sie könnten bedeutend mehr CO2 aus der Luft aufnehmen, aber doch längst nicht viel genug, um uns aus dem Treibhaus herauszuhelfen. Wie andere Lebewesen müssen auch Pflanzen atmen, um zu leben, und setzen dabei, wie wir Menschen, Kohlendioxid frei. Ein Teil des aufgenommenen Kohlenstoffs geht also wieder an die Atmosphäre zurück. Nur in den Wäldern, die wir wachsen lassen, bleibt CO2 über längere Zeit gebunden. In der Vegetation der ganzen Welt liegen 550 Milliarden Tonnen Kohlenstoff fest. Je mehr Wälder wir abholzen,
umso stärker tragen wir zum Treibhauseffekt bei. Eineinhalb Jahre lang bräuchte ein Baum, um das gesamte Kohlendioxid zu verbrauchen, das sich in der Luftsäule über ihm bis an den Rand der Atmosphäre befindet. Aber auch wenn ganz Deutschland mit Bäumen aufgeforstet würde, so könnten die Bäume doch nur die Hälfte des von uns Menschen technisch produzierten Kohlendioxids verarbeiten. Der größte Speicher für Kohlendioxid ist der Ozean. CO2 geht aus der Luft im Meerwasser in Lösung. Ein Teil wird vom pflanzlichen Plankton verzehrt. Das meiste aber bleibt im Wasser als Carbonat oder Hydrogencarbonat gelöst. Das sind 40.000 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Der Kohlenstoff in den Sedimenten ist dabei nicht mitgerechnet. Wie viel CO2 kann der Ozean aufnehmen? Im Prinzip etwa 85%, das weiß man schon seit einem Jahrhundert. Wenn man die normale Chemie und das Volumen des Ozeans nimmt, das ja bekannt ist. Aber es geht ungeheuer langsam. Wir rechnen damit, dass der Ozean etwa 1500 Jahre braucht, bis er einmal umgerührt ist. Kann das den Treibhauseffekt bremsen? Auf lange Sicht natürlich, weil 5/6 im Ozean verschwinden. Aber zurzeit, weil die Wachstumsraten so schnell sind, wird geschätzt, dass nur etwa ein Drittel der Emissionen in den Ozean reingeht. Zu messen, wie sich das CO2 im Meer verteilt, ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Einen gigantischen, ungeplanten Großversuch dazu stellten die Atombombenversuche in den 50er Jahren dar. Dabei wurde radioaktiver Kohlenstoff C14 frei. Seine Verteilung im Meer ließ sich verfolgen und damit auch die Transportwege des CO2 im Ozean. Die Grafik zeigt einen Längsschnitt durch den Globus. Links liegt die Antarktis, rechts die Arktis. Nur an den beiden Polen sinkt kaltes, schweres Salzwasser auf den Meeresgrund und zieht das darin gelöste Kohlendioxid mit. Nur an diesen beiden Stellen hat die Oberfläche der Ozeane mit der tiefen Meeresströmung Verbindung. Von den beiden Polen aus zieht der Kohlenstoff allmählich auch in Richtung Äquator. Ein sehr langsamer, jahrzehntedauernder Prozess. Der Ozean als riesige CO2-Deponie. Diese beiden Pumpen sind der Antrieb der Ozeanströmung. Sie bewegen unvorstellbar große Wassermassen, etwa die 20-fache Wassermenge aller Flüsse auf der Erde. Wenn bei starker Erwärmung die Eiskappen an den Polen schmelzen, verdünnt Süßwasser das kalte, salzreiche Wasser. Der Strom in die Tiefe versiegt. Das geschah schon mehrmals im Laufe der Erdgeschichte. Solange die Ozeanpumpe in Betrieb ist, wälzt sich am Meeresgrund das Wasser langsam Richtung Süden. Zum Ausgleich drückt dieser Tiefenwasserstrom aus der Karibik warme Wassermassen nach Norden. Das ist der Golfstrom. Ihm verdankt Europa sein mildes Klima. Der aktuelle Treibhauseffekt kann die Ozeanpumpe abschwächen und damit den Golfstrom verändern, mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf das künftige Klima in Europa. Zurück nach Bremerhaven ans Alfred-Wegener-Institut. Neben den beiden physikalischen Pumpen für das Kohlendioxid im Ozean gibt es auch eine biologische Pumpe, das CO2-zehrende Plankton. Darüber wird hier geforscht. Diese Pumpe scheint sich vom Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre nicht schwächen zu lassen. An Kieselalgen hat man gezeigt, dass sich die Wachstumsrate der Algen sogar steigern lässt, wenn mehr gelöstes CO2 im Meerwasser vorliegt. Hier haben wir drei verschiedene CO2-Gehalte angelegt. Einmal so, wie es zur letzten Eiszeit existierte. Hier, wie es zur vorindustriellen Zeit existierte. Und hier, wie wir es heute vorfinden. Die Konzentration wissen wir aus den Eisbohrkernen. Und wenn wir jetzt vergleichen, wie das Algenwachstum reagiert auf diese CO2-Gehalte, dann sehen wir, dass zum Beispiel in der letzten Eiszeit
als die CO2-Gehalte bei etwa 180 ppm lagen, deutlich niedriger sind als zum Beispiel zur Warmzeit heute mit 360 ppm. Wird es denn in 50 Jahren sein, wenn der CO2-Gehalt in der Luft verdoppelt ist? Das ist genau die Frage jetzt. Wie reagieren die Algen in der Zukunft drauf? Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es so sein könnte, dass die Algen bereits hier ihr maximales Wachstum erreicht haben. Das heißt, noch mehr an CO2 wird das Wachstum nicht weiter stimulieren können. Also keine Hoffnung für uns durch die Algen. Ganz im Gegenteil. Die Hinweise mehren sich, dass die durch den Ozonschwund zunehmende UV-Strahlung die Algen in den Meeren schädigen könnte. Das macht deutlich, dass wir im Begriff sind, ungeahnte Rückkopplungen in Gang zu setzen. Und es wird noch komplexer. Neben dem Kohlendioxid ist auch der Wasserdampf ein klimawirksames Treibhausgas. Warme, feuchte Luftmassen steigen in den Tropen auf und fließen in riesigen Wirbeln um die Erde. Das ist der Motor der atmosphärischen Zirkulation. Doch die meisten Fragen der Klimasteuerung gibt uns der Ozean auf. Er verzögert die globale Erwärmung, weil er wegen seiner tausendmal größeren Dichte wesentlich mehr Wärme aufnehmen kann als die Atmosphäre. Allein die obersten 3 Meter des Ozeans enthalten so viel Wärme wie die gesamte Luftsäule darüber. Messungen im Ozean zeigen bereits in einigen Regionen dramatische Veränderungen bei der Temperatur, auch beim Salzgehalt. Doch noch kann man diese Daten nicht deuten. In den letzten Jahren hat man große Anstrengungen unternommen, das zukünftige Klima mit Computermodellen zu erfassen. Das geht nur mit Superrechnern. Weltweit gibt es 4 solcher Giganten. Einer steht im Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, die Cray C916, ein sogenannter Multiprozessor-Vektorrechner. Er kann 16 Milliarden Rechenschritte pro Sekunde durchführen. Ein zusätzlicher Großrechner verwaltet das Datenarchiv. Das System verschlingt Strom für ca. 100.000 Mark im Monat. Trotz der großen Rechnerkapazität muss man in den Modellen vieles vereinfachen. Zum Beispiel die Wolkenbildung. Sie lässt sich noch nicht simulieren. Man rechnet daher mit einem Mittelwert der Bewölkung. Kompliziert war es auch, die Atmosphäre mit dem Ozean zu verknüpfen. Immer noch braucht der Supercomputer etwa 1 Jahr, um auszurechnen, wie sich eine CO2-Verdopplung auf das Klima der nächsten 100 Jahre auswirken wird. Weltweit gibt es bisher nur 5 solcher Rechenläufe. Die Ergebnisse sind alle ähnlich. Aber kann man ihnen vertrauen? Die Computerprognosen, auf die sich die Diskussion um Klimaänderungen durch den Menschen stützt, haben große Unsicherheitsbereiche. Das wird auch klar immer wieder von den Wissenschaftlern ausgedrückt. Aber das Vorzeichen und die Größenordnung stimmen sicherlich, sodass man behaupten kann, ohne sich wissenschaftlich verbiegen zu müssen, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist schon in der Mitte des nächsten Jahrhunderts das Klima von uns so weit dominiert, dass die natürlichen Schwankungen dagegen klein sein werden. Und das sind die Ergebnisse der Hamburger Simulation. Im linken Szenario bleibt alles beim Alten. Der Mensch schickt weiterhin ungebremst Treibhausgase in die Atmosphäre. Rechts hat man sich zu drastischen CO2-Reduktionen entschlossen. Die Farbskala zeigt die Erwärmung der bodennahen Luft gegenüber 1985 an. Je röter, desto stärker die Erwärmung. Zunächst verhalten sich beide Szenarien ähnlich. Dann beginnt die Schere aufzugehen. Links setzt eine starke Erwärmung ein. Über den Kontinenten wird die Luft um bis zu 4 Grad wärmer. Die Nordhalbkugel erwärmt sich stärker als die Südhalbkugel. Rechts, im Modell mit der massiven CO2-Reduktion, lässt sich die Erwärmung abbremsen. Das sind keine Klimavorhersagen. Die Szenarien zeigen lediglich auf, was passiert, wenn.
Manche Menschen glauben nicht an die globale Erwärmung. Sie führen zum Beispiel eine zunehmend dichte Bewölkung an, die die Einstrahlung der Sonne dämpfen und so den Treibhauseffekt mindern könnte. Am Deutschen Klimarechenzentrum hat man auch solche Ideen durchgerechnet. Es gibt eine zweite Substanz, das sind die Aerosole, das heißt Sulfaterosole, die werden auch bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen freigesetzt, sind verantwortlich für den sauren Regen. Und auf diesem Video sehen Sie, wie sich langsam diese Sulfaterosole von der Beginn der Industrialisierung ausbreiten. Man sieht deutlich die Industriezentren und wie es immer stärker und immer stärker wird. Diese Aerosole sind verantwortlich für den Smog. Sie haben den Effekt, dass sie die Sonnenstrahlung abblocken, also eher kühlenden Effekt. Und agieren eigentlich gegen den Treibhauseffekt, aber es ist so, man treibt den Teufel mit dem Belzebub aus. Man möchte ja nicht unbedingt jetzt sauren Regen haben, bloß damit man den Treibhauseffekt gegensteuert. Da werden also eher CO2-Einsparmaßnahmen angebracht. Weltweit liegen viele Städte, so wie Hamburg, an der Küste. Ihnen allen wird ein Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten Jahrzehnten zu schaffen machen. Überall an der Nordseeküste wird man mehr Geld investieren müssen als bisher, um sich vor Hochwassern zu schützen. An der Elbe treffen wir uns mit dem Klimaforscher Hartmut Grassl. Er hat bis vor kurzem das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg geleitet, hat Klimaprognosen gemacht, die Bundesregierung beraten. Nun koordiniert er weltweit Klimaforschung an der World Meteorological Organization, einer UNO-Tochter in Genf. Werden nicht einige Leute froh sein, dass es hier bei uns wärmer wird? Ja, sicher. Derjenige, der meint, dass er dann im Sommer häufiger baden kann. Aber die meisten machen die Rechnung ohne den Wirt. Denn gleichzeitig werden sich ja auch Extremwerte verändern. Und es kommt darauf an, ob dann derjenige, der meint, er könne häufiger zum Baden gehen, nicht dann sein Haus gefährdet sieht, weil er zufällig in einer Niederung gebaut hat, die besonders überschwemmungsgefährdet ist. Dann wird es an die Tourismusmanager herankommen. Gehen die Leute noch an die Nordsee, wenn es im Sommer kräftiger bläst dort? Können die Menschen dort überhaupt noch wohnen bleiben? Den Berechnungen nach steigt der Meeresspiegel im Laufe des nächsten Jahrhunderts um einen halben Meter an. Im Nordatlantik etwas mehr, um 70 bis 80 Zentimeter. Die Deiche wird man weiter erhöhen müssen. Und die Erwärmung? Wenn sich durch den Treibhauseffekt der Golfstrom ändert, könnte es bei uns sogar kühler werden. Die Nordseeküste mutiert im Treibhaus nicht zum Südseestrand. Also nichts mit der Hoffnung auf das Ferienparadies Deutschland. Und was erwartet uns im Binnenland, im Gebirge? Wir sind unterwegs zur Zugspitze. An diesem Märztag zeigt uns der Winter, was er an weißer Pracht zu bieten hat. Doch der Schein trügt. Garmisch zum Beispiel hat in den letzten Jahren keinen richtigen Winter mehr erlebt. An der Gipfelstation sind wir mit Wolfgang Seiler, dem Leiter des Fraunhofer-Instituts für atmosphärische Umweltforschung, verabredet. Wir fragen ihn, was er auf uns zukommen sieht. Wir rechnen mit einer Zunahme der Temperatur in den nächsten 100 Jahren im globalen Durchschnitt um 3 Grad Celsius und hier insbesondere in unserem Gebiet um 4 Grad Celsius. Die Temperatur wird aber vornehmlich im Winter zunehmen. Das heißt, in den Wintermonaten wird die Temperatur viel stärker zunehmen als diese 4 Grad. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf das Wintergeschehen. Das heißt, die 0-Grad-Grenze wird im Winter um etwa 180, 190 Meter pro Grad Celsius ansteigen. Das heißt, wir werden in den tiefen Lagen in den Alpen unterhalb von 1500 Metern in den nächsten 50 oder nach 50 Jahren so gut wie keinen Schnee mehr finden. Und das hat natürlich Auswirkungen nicht nur auf den Wintersport, sondern insbesondere auch auf die Tatsache, dass dann der Niederschlag nicht mehr als Schnee, sondern als Regen abfließt. Und dieses verstärkt dann die Überschwemmungsgefahren. Und auf der anderen Seite fehlt dieser Niederschlag, fehlt dieses Wasser dann im Sommer. Das wirkt sich auf das Grundwasser aus, das wirkt sich auch auf die Wasserführung der Flüsse aus. Und das hat auch dann ökonomische Aspekte. Abschied vom Wintersport? Das alleine wird nicht das Problem sein. Der Treibhauseffekt hält eine ganze Reihe von Extremen für uns bereit. Von heißen, langen Trockenperioden bis zu Regenfällen mit dem durchschnittlichen Monatsniederschlag in einem Guss. Können wir überhaupt noch gegensteuern?
Aber wir können schon noch gegensteuern. Wir können die Klimaveränderungen auf einen Wert von etwa 1 bis 2 Grad Celsius reduzieren, beschränken, limitieren. Und das würde bedeuten, dass die CO2-Emissionsraten global gesehen um 60% reduziert werden müsste. Da die Industrieländer die wesentlichen sind, die für die CO2-Emissionen verantwortlich sind, müssen wir um 80% reduzieren. Das klingt im ersten Moment als unerreichbar, aber wir haben die Möglichkeiten, dieses zu tun. Es gibt also sehr viele Potenziale, die genutzt werden können, nur wir müssen wollen. Wollen wir denn? Die Fluggesellschaften melden steile Zuwachsraten im Tourismus und im Frachtsektor. Doch bei einem Flug von Frankfurt nach New York gelangen pro Fluggast 600 Kilogramm CO2 in die Luft. Freie Fahrt für freie Bürger. Wir sind das letzte Land ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind voll auf das Auto abgefahren. Doch pro 100 Kilometer setzen wir der Atmosphäre mit 20 Kilogramm CO2 zu. Der größte Teil des Warenverkehrs läuft über die Straße. Es ist selbstverständlich für uns, dass wir jederzeit frische, abwechslungsreiche Nahrungsmittel kaufen können. Zum Beispiel Obst aus Neuseeland, das ganze Jahr über. Das ist sicher kein Luxus. Doch einem Kilogramm Obst, das so weite Strecken im Flugzeug zurücklegt, hängen 10 Kilogramm CO2 an. Die Energien aus fossilen Rohstoffen sind das Gleitmittel unserer Wirtschaft. Sie müssen zum Verbraucher transportiert werden. Das schlägt sich auf dem CO2-Konto nieder. 170 Milliarden Kilometer legt der Gütertransport pro Jahr auf unseren Straßen zurück. Im Weltvergleich liegen wir beim CO2-Ausstoß im oberen Drittel. Ein Deutscher produziert nur halb so viel CO2 wie ein Amerikaner, aber 10-mal so viel wie ein Brasilianer und 20-mal so viel wie ein Inder. Die Entwicklungsländer werden schon bald nachziehen. Daher müssen wir weltweit mit hohen Zuwachsraten beim Energieverbrauch und damit beim CO2-Ausstoß rechnen. Was uns an Energieverbrauch völlig normal erscheint, wäre für den Bewohner eines Entwicklungslandes das lang ersehnte Paradies. Wir in den Industrieländern müssen den Energieverbrauch drastisch einschränken, das wissen wir alle. Doch kaum einer will damit beginnen. Man hält den eigenen Beitrag für viel zu gering, fordert die Sparmaßnahmen bei anderen. Warum ist ein Umdenken so schwer? Erstens will man generell Strukturen nicht verändern, wenn man mit ihnen noch etwas verdient. Das heißt, der subventionierte Dinosaurier mit schwarzen Zahlen, kämpft um seine schwarzen Zahlen und um seine Subventionen. Und genau die Situation haben wir. Kohle, Stahl, um nur zwei zu nennen. Das sind Subventionierte. Die überleben mit schwarzen Zahlen soeben noch. Und denen jetzt Strukturreformen, die sie quasi beseitigen, aufreden zu wollen, ist ungeheuer schwierig. Immer wieder wird die Kernenergie als eine im Vergleich zu Kohle und Erdöl saubere Energie ins Feld geführt. Könnte die Kernenergie zur CO2-Minderung beitragen? Wenn wir auf Kernenergie setzen würden zur CO2-Reduktion, dann
setzen wir sehr viel Geld in diese Investitionen fest. Würden wir dieses Geld verwenden, um die Effizienz zu steigern, dann können wir genauso leicht CO2 reduzieren. Für mich ist der Durchbruch bei Klimaschutz dann gekommen, wenn klar wird, dass Länder, die eine starke Effizienzsteigerung und das Umsteigen auf regenerative Energien auf ihre Fahnen geschrieben haben, besonders gut fahren werden. Die Technik ist vorhanden. Es ist keineswegs so, dass wir nicht wüssten, wie man zum Beispiel aus Windenergie Strom macht. Die dazu geeigneten Regionen sind gar nicht so klein, wie man auf den ersten Blick annehmen möchte. Gewiss, eine Lösung für die ganze Republik ist das nicht. Aber ein atmosphärefreundlicher Baustein in der Palette alternativer Energien. Die große Hoffnung ruht auf der Solarenergie. Wie die Pflanzen von der Sonne leben. Wir müssten uns bei einem Umstieg auf regenerative Energien nicht einschränken. Kaum etwas von unserem gewohnten Komfort aufgeben. Dieser Weg führt nicht zurück in die Steinzeit. Ganz im Gegenteil. Er wird die Wirtschaft ankurbeln. Was haben wir gelernt? Die Zusammenhänge beim Klimageschehen sind ungeheuer komplex. Die Regelmechanismen verstehen wir noch zu wenig. Deshalb ist es leichtsinnig, unser stabiles Klima aufs Spiel zu setzen. Die Menschheit führt ungewollt ein gewaltiges Experiment durch. Dabei werden wir das komplizierte Wechselspiel unseres Klimas kennen und verstehen lernen. Aber wir sitzen mit im Boot und können nicht aussteigen. Die Südsee am Nordseestrand, das wird sich auch in Zukunft nur unter der Glaskuppel erleben lassen. Und was das Einsparen an CO2 betrifft, wir müssen die großen Zeitverzögerungen bedenken. Gase, die wir heute in die Atmosphäre schicken, werden erst in 50 Jahren an der Klimaschraube drehen. Unsere Kinder, unsere Enkel müssen die Folgen ausbaden. Ist sie unvermeidbar, die Klimakatastrophe? Das hängt davon ab, wo man lebt. Für einige Regionen könnten die Veränderungen günstig sein, für andere katastrophal. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Wir sollten bedenken, jedes Treibhaus, jedes Schwimmbad hat einen Ausgang. Wenn es einem zu heiß wird, kann man gehen. Bei unserer Heimat Erde ist das anders.